Hallihallo und damit herzlich willkommen zurück auf dem Hypixel Server, Leute. Ich habe diesen Server wirklich ins Herz geschlossen, seitdem ich Smash Heroes gespielt habe. Und mit Skywars habe ich hier auch einen neuen schönen Modus gefunden, den man auf den Hypixel Server auf jeden Fall empfehlen kann. Ich würde sagen, wir starten gleich einfach mal eine kleine Solo-Runde. Und das, was sehr, sehr cool ist an diesem Server, es ist nicht so wie auf dem Gomme, dass du mit einem Non-Premium-Account sehr, sehr schwer in jede Runde reinkommst, in die du reinkommen möchtest. Und man wird hier oftmals auf dem Gomme-Server gekickt und sowas. Hier ist das nochmal ganz anders. Du wirst hier nie gekickt auf den Server. Und du kannst jederzeit einer Runde beitreten. Und du kannst jederzeit spielen, Coins sammeln, um random Kits zu erhalten. Also hier ist das im Prinzip ein bisschen interessanter gestaltet, meiner Meinung nach. Aber es gibt nicht so viele Team-Varianten. Es gibt halt 2 gegen 2, 1, also frei für alle sozusagen. Und dann noch so Mega-Runden mit 6er-Teams oder 5er-Teams. Aber gut, bevor ich mich wieder voll labere, Leute, wir sehen uns gleich in der Runde wieder. Bis gleich. Konnichiwa. So, und da sind wir auch schon auf der ersten Karte. Ich werde euch auch, nachdem ich verloren habe, direkt ein cooles Feature zeigen. Wir sind hier auf so einer kleinen Eiskarte. Und die Karten sind immer relativ winzig. Man kann direkt zu Anfang Schneebälle bekommen. Das ist der einzige große Negativpunkt, finde ich, an diesem Server. Aber mit dem anderen Feature kann das ganz schnell wieder ausgeglichen werden. Man kann sich halt sehr, sehr schnell aufregen in diesem Modus, muss ich anmerken. Sehr, sehr schnell kann man sich aufregen, ja. Das ist wirklich schlimm. Aber das ist ja nicht so tragisch, weil, gucken wir einfach mal, was wir für Gegner so herumlungern. Ist immer sehr, sehr gefährlich, muss ich anmerken. Weil, guckt euch das an. Man kann einfach hier so Gegner runterkicken. Aber der Typ wurde natürlich gerettet, indem er da von den anderen Typen abgeschossen worden ist. Und er hat sich auf jeden Fall in Sicherheit gebracht. Deswegen möchte ich jetzt ganz gerne auch mich mal hier rüber bauen auf seinem Weg. Oder auf seinem Wege. So, hier sind wir drüben. Dann springen wir mal rüber. Er hat hier auf jeden Fall einen schönen Weg gebaut, soweit ich weiß. Und hier ist der Weg. Zack, sind wir drüben. Und dann sollten wir auch in die Mitte gehen können. Oh, Alter, war knapp. War ganz kurz mal knapp. So, er hat auf jeden Fall alles gelootet. Oh, Alter, wo ist er denn lang gelaufen? Ich glaube, hier muss man lang. Und dann suchen wir uns direkt mal einen Gegner, damit wir hier direkt die Action starten können. Oh, ein Diamanthelm. Krass, dass das nicht gelootet worden ist. Ist das mehr Schaden? Nö. So, gut. Wir haben aber keine Brust. Das ist auf jeden Fall noch sehr, sehr gefährlich hier, Leute. Und keinen Bogen. Das können sehr schnell weggesnackt werden. So, mein Freund. Dich will ich kaputt hauen. Bitte sterbe. Oh, Alter. Ist er tot? Okay, er ist tot. Haben wir auf jeden Fall mal einen Kill gerissen. Ich weiß nicht, was mit dem los war. Er war anscheinend irgendwie so geistig verwirrt, weil ich meine, er hätte uns ja eigentlich easy locker bekommen können. Er hatte auch ganz gute Ausrüstung und sowas, aber ich habe keine Brust. Ich habe keine Brust, was soll ich denn Großes machen? Ich brauche eine Brust, ich muss diesen Typen suchen. So, es leben auf jeden Fall noch 3 Spieler, das heißt, die sind auf jeden Fall krasse Dudes. Und, oh Mann, das ist schlimm. So, da ist ein Gegner. Ich müsste mich auf jeden Fall ein bisschen langsamer daran nähern. So, er läuft hier außen rum. Er sieht mich nicht. Aber kommt auch nicht hier hin. So, oh. Krasser Dude, krasser Dude. So, den haben wir umgebracht. Ich muss den irgendwie überraschen mit Lava. Aber ich schaff das eh nicht. Ich schaff das eh nicht. Da ist aber auch noch ein anderer Spieler. Ah, ich hab Angst. Ich hab Angst, Leute. So. Gehen wir ganz langsam voran. Da oben ist er gewesen. Bin gerade eben noch gesehen. Wir müssen das alles ganz langsam angehen. Komm, ich stelle mich mal so richtig eklig hier hin. So, da ist er. Einfach mal weiter voran. So, er sneakt wieder ein bisschen, wie ich. So, und wir haben ihn richtig gut gecatcht in der Lava. Oh mein Gott.
Oh, wir haben ihn. Wir haben ihn einfach. Krasser Scheiß. Da hinten liegt seine Brustplatte. Die hole ich mir eben. Oh mein Gott. So. Gutes Equipment erstmal gesichert. Richtig schön mit der Lava gekillt vom Hinterhalt. Er hat sich gefreut auf seinen Loot. Und das wurde ihm zum Verhängnis. Ja. Jetzt haben wir alles so schön angemerkt. Da hinten ist ein guter Bogen, glaube ich. Und er hatte doch bestimmt eine frische Waffe, oder? So. Leute. Das wird auf jeden Fall ein fresher Kampf. Ich suche ihn jetzt einfach mal direkt. Habe ich einen Kompass bekommen? Nee, sowas hat man nicht in dem Spiel, aber da unten ist er ja schon. Deswegen würde ich einfach mal sagen, ich wappne mich jetzt ganz gut damit und folge dem einfach mal. Ja. Komm, ich laufe mal hier so lang. Dann sollte das ganz gut klappen. Oh mein Gott, ist er dumm. Was macht er da? Er hat einfach TNT hingesetzt. So ein Vollidiot. Ja gut, wie komme ich da jetzt wieder am besten runter, ist die Frage. Ja, komm. Oh, da gehe ich nicht hin. Da wollte er mich runterkicken. Mach ich einfach mal hier so ein bisschen auf, ne? So, mein Freund, das ist Lava. Ja, gehst weg, ne? Das ist gut so. Und stirb! Nein! Ja, er ist tot! Ja! So, Leute, dann würde ich sagen, haben wir die Runde auf jeden Fall gewonnen. War ein bisschen Spannung ganz bei mir drin, deswegen habe ich ganz noch so ein bisschen überlegt und so. Aber die erste Runde haben wir für uns entschieden und es war auf jeden Fall echt fresh. Ich würde sagen, wir hängen noch eine ganz kleine Runde hinten dran. Die ist ein bisschen länger gegangen, war mit ein bisschen Spannung, nicht so viele Kills hintereinander, aber ich bin taktisch vorgegangen, Leute. Ich bin taktisch vorgegangen und habe die Bude auseinandergenommen. Ich habe die einmal auseinandergenommen. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. So, und da sind wir wieder auf einer schneefreudigen Karte, will ich so anmerken. Daneben ist die Mrs. Piggy. Mrs. Piggy, meine ich. Mrs. Piggy. Und da drüben ist der Random Let's Lolzi, keine Ahnung was. Auf jeden Fall noch ein anderer Typ. Und wir müssen jetzt hier auf jeden Fall direkt mal loslegen. Ich muss anmerken, man kann immer direkt sehr, sehr schnell sterben, indem man halt mit so einem Schneeball oder so runtergeballert wird. Oder einer direkt so rüber rusht, wie der eine da drüben. So, keine Ahnung, was sie da veranstalten. So, den bashe ich ein bisschen nach vorne und habe mir ein bisschen geholfen. So, um die eine da zu vernichten, war mir auf jeden Fall ein bisschen egal, so vom Ding her. Und der ist auf jeden Fall direkt zu ihr gejumpt. So, ich bin gerade am Überlegen, was ich so machen könnte. Weil dieser Typ ist bestimmt ein aggressiver Spieler. Wenn er schon direkt zu ihr rübergegangen ist. So. Und der will mich jetzt wahrscheinlich auch eliminieren. Aber okay, okay. Er hat ein paar geile Ausrüstungsgegenstände. Den habe ich schon zweimal angehittet. Ist nicht schlecht. So. Ja, genau. Da kommt der Typ mit freshen Equipment. Ah, fuck. Und da hat der eine Typ uns einfach beide weggesnackt. Krass, krass, hat er nicht schlecht gemacht, hat er nicht schlecht gemacht. Er war schon wahrscheinlich in der Mitte. Und das kann man auf jeden Fall mal praktizieren. Aber hier ist das tolle Feature, was ich meine. Man kann einfach direkt in die nächste Runde springen, Leute. Einfach direkt in die nächste Runde springen mit dem Papierchen, wenn man mal keinen guten Tag gehabt hat. Und das ist einfach geil, Leute. Man ist einfach richtig verzweifelt, kann einfach direkt in die nächste Runde spielen. Und ist das nicht ein geiles Feature, Leute? Ist das nicht ein geiles Feature? Man muss sich einfach direkt wieder lange suchen oder sowas. Man kann einfach in die nächste Runde springen, wenn man nicht mal gewonnen hat oder so. Das ist, finde ich, mega geil. Ich krieg irgendwie in gar keiner Runde einen Brustharnisch, würde ich mal so ganz kurz anmerken. So, auf jeden Fall nicht so geil. Ich spiele jetzt mal ein bisschen aggressiver, baue mich mal direkt hier mittig rein. So. Und das heißt, ich kann jetzt in die Mitte rushen, oder? Ich weiß es nicht. Reicht das schon? Auf dieser Karte reicht das schon. Cool. So, habe ich mir auf jeden Fall eine Brust geschnappt. Ah, komm, nee, ich nehme das. Und so. So.
Feuerzeug habe ich auch noch. So, und hier ist noch ein Gegner. Der mich auf jeden Fall wegbasht, habe ich das Gefühl. Alter! Der hat mich ganz gut weggehauen, habe ich das Gefühl. Sieht auf jeden Fall crazy aus, wie er gehittet hat, aber... Krasser Dude, der Lorenz, ne? Das ist ein krasser Typ. Krasser Typ, der hat mich gut auseinandergenommen. Aber gut, Leute, ich würde mal sagen, das wäre es heute gewesen mit den kleinen Runden Skywars auf dem Hypixel-Server. Das sind auf jeden Fall kleine, schnelle Runden, die man einfach mal so machen kann. Warte mal auch nicht, ich kann hier keinen Hub machen. So, Return to Lobby, come on, bitteschön, bitteschön. Ich werde jetzt gleich noch ein kleines Video aufnehmen für diese Woche, will ich mal so ganz kurz anmerken. Und ich hoffe einfach mal, dass ihr viel Spaß gehabt habt mit der heutigen Runde Skywars. Falls ihr euch damit anfreunden konntet, könnt ihr den Modus ja einfach mal auf dem Hypixel-Server testen. Ich meine, vielleicht macht es den einen oder anderen ja mehr Spaß als auf den üblichen Gommel-Server, wie die meisten den Skywars-Modus kennen. Auf dem Gommel-Server ist er auf jeden Fall aber auch cool gemacht mit den ganzen Klassen und sowas, muss ich anmerken. Hier gibt es ja auch verschiedene Klassen, die man beispielsweise mit diesen Souls da an der Seite erlacken kann. Vom Sewell, ich zeige euch das einfach mal. Man braucht 10 Souls, ich habe gerade 21. Das heißt, ich kann hier wieder an diesen Sewell, diesen Lucky-Rad drehen. Und spezielle Dinge für diesen Modus erhalten. Hier habe ich jetzt beispielsweise das Healer-Kit für die Team-Variante erhalten. Hatte ich noch nicht, deswegen ist das relativ fresh. Und jetzt kann ich noch einmal drehen und mal gucken, was wir jetzt Schönes bekommen werden. Und Kits sind immer geil, Kits sind immer geil. Und wir haben das Rusher-Perk für Ranked. Perks sind immer so eine Sache, ich glaube, die muss man mit Coins kaufen, darüber freue ich mich jetzt nicht so wirklich, aber wir haben das Rusher-Perk auf jeden Fall auch erhalten oder gefunden. Und ja gut, Leute, damit ich euch das auch nochmal vorgestellt habe, würde ich sagen, wäre es mit der heutigen Runde gewesen. Ich hoffe, ihr werdet viel Spaß an diesem Skywars-Server finden und damit tschüss reingehauen, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.